Jetzt wäre er wieder stehen geblieben, wo wir jetzt auch weitermachen. Heute wollen wir die Höhle durchqueren. Ich habe mittlerweile bemerkt, dass man ja doch. Okay, das war gerade ein Höhlenflug. Gut, Parasen 8 brauchen wir glaube ich kaum. Gut ist, wenn man Pokémon begegnet ein Fremd ist, dann hält sich plötzlich der komplette Bildschirm auf. Das heißt, hier irgendwo muss der Leiter sein. Jo. Und hier ist bitte kein Gesteinstrainer. Die Kurse nehmen gerade den letzten Nerv. Bitte hat. Nein. Nein. Bitte nicht. Das kann doch nicht mehr ernst sein. Na gut, dann müssen die Karte dran. Das geht gar nicht anders. Und Lebensucher. Genau das, was wir am allerwenigsten jetzt brauchen. Kommt schon Donnerschock. Zweimal Donnerschock muss genügen. Oh fuck. Und so lange der Take und ist mir das hier egal. Vielleicht machen wir einen Critical-Hit. Nein? Okay, egal. Jetzt brauchen wir auch keinen Critical-Hit mehr. Ist eigentlich, wenn man Lebensmittel einsetzt, ist das, wenn das Pokémon, da es eingesetzt hat, besiegt es, bleibt Lebensmittel oder ist das am Weg? Ja, auch mal ganz interessant. So, nochmal ein Geodude. Donnerschock. Komm schon. Oh. Lebensmittel ist weg. Und gleich Parahexe einschalten. Okay. Ja, Donnerschock. Bleiben wir bei Donnerschock. Jetzt brauchen wir auch nichts mit Druck zu kriegen. Das Kern anfangen. Ist er nicht endlich das Training? Und dann Onix. Das habe ich nicht gemeint damit, dass du gleich einen Onix einsetzt. Onix ist eigentlich sehr stark. Sieht gleich von mir befleischt an. Ja, gut. Aber Stollus oder Stallus, wenn man das ausspricht, also die Entwicklung, die nach Onix kommt, ist ja noch stärker, oder? Also ich habe letztens mal eine Serie im Internet gesehen, wo gegen das Stallus von dem Feideburg oder so kämpft. Also bei der Pearl-Edition, der Vater von Feid. Und da war ja nicht gerade schwach. Oh mein Gott, nächster Trainer. Go, go, go. Ja, wir gleich. Mashup, das ist ein Schlupf. Okay. Kann man in der Edition alle Entwicklungen haben? Also, oder muss man bei Simsalo zum Beispiel irgendwie tauschen? Das kann man ja bei der Edition gar nicht, oder? Also kann man Simsalo entwickeln lassen oder nicht? Wäre ziemlich gut, wenn man da helfen könnte. Weil dann würde ich mir gerne einen Simsal ins Team holen, also vielleicht, dass ihr in den Kommentaren schreibt, ob man das mit einem bestimmten Werbe sich entwickeln lässt oder nicht. Das wäre sehr gut zu wissen. Nella, Donnerschock. Und Bams. Sehr gut. Egler hilft uns auch nichts mehr um Tension. Hat er mal einen Druck zu flippern. Mein Gott, das war ein Fehler. Zieht das so wenig. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt gelegen. Na ja gut, dann müssen wir Donnerschock einsetzen. Ist der auch einfach. Lebensmittel ist er wieder weg, da er jetzt besiegt ist. So. Was ist Sand? Irgendwas. Sein Name. Oder Sandan, wie man das ausspricht. Sandan ist ja glaube ich erst die Nachentwicklung, oder? Das dürfte Kratz oder sowas gewesen sein. Ich schätze einfach mal bei den Attacken, weil ich weiß wirklich nicht, was das alles übersetzt heißt. Ich
hoffe, dass man die Karte bald neu attacken lernt. Wie Eisenschweif. Eisenschweif wäre sehr gut. Starpiece. Keine Ahnung, was das sein soll. Wilde Pokémon gibt es ja gar nicht, wie es aussieht. Für was machen wir denn so eine lange Strecke? Gut. Diese Trainerkämpfe waren jetzt nur für zwei Pokébälle. Also ihr merkt schon, dass ich... Okay, es gibt ein paar Pokémon schon. Topsy Level 8 hier, oder? Nein, Level 9. Also ihr merkt schon, ich bin nicht gerade der Beste, was die Höhlen betrifft, aber ich habe auch schon lange nicht mehr so eine Edition gespielt. Und besonders Ash Gray ist sowieso für mich komplett blind, also ich kenne das überhaupt nicht. Und, ja. Gehen wir gleich zu der Stiege. So, jetzt müssen wir wieder hinten ran. Ich muss weiß, wie sie rausgeht. Aber ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Okay, hier ist ein Trainer. Ja, mir ist es egal, es können tausend sein. Ich habe jetzt einen ordentlichen Level erreicht und bekommen also. Ich hoffe, dass ich einen Schiri finde. Normalerweise findet ja er schon Schiri. Und ich hoffe auch, dass das der Fall sein wird. Nein, Schiri. Also Torte ist wirklich ein Hammer-Pokémon. Mein Gott. Ich habe keine Feuertaugen. Wie soll ich noch mit wieder besiegen? Ich muss es mit Quatsch probieren. Und mit dem müssen wir wirklich Glück zu besiegen. Okay, aber selbst wenn wir die Karte schießen, haben wir mit denen kein Problem. Ich weiß nicht, die Karte gar nicht mal so schlecht, aber... Naja. Wolfpop, das wäre so schlecht im Wolfpop sein, schätze ich mal. Ja, ist gut geworden. Ja, ich habe gesehen, dass ich ja die indischen Pokémon haben. Das ist ja sehr gut, weil ich erstelle nebenbei auch ein eigenes Pokémon-Spiel mit der RPG Maker XP. Kennt ihr vielleicht ja? Und da müssen wir ja ziemlich oft, also da müssen wir nur indische Pokémon angehen. Beim Starter-Pokémon habe ich das jetzt auch herumgesucht, was heißt das. Das ist schon recht gut, wenn man da ein bisschen Erfahrung reinbekommt. So. Ich glaube, ich hätte das alles leicht haben können, wenn ich Blitz hätte. Aber von wo bekomme ich denn bitte Blitz? Ich hoffe, dass ich keine Vorhin vergessen habe. So. TM9. Okay, was auch immer. Wieso kommen eigentlich bei Trainerkämpfen, wieso hält sich da der Raum nicht und bei wilden Pokémon schon? Okay, gut, Wanya. Wanya, komm schon, das muss ein One-Hit-Punkt sein. Das muss ein One-Hit-Punkt sein. Sehr gut. 120 Erfahrungspunkte. Und noch ein Kokuno. Nee, das ist scheißegal, ich mache jetzt den Part zu lange, bis ich aus der Höhle raus bin. Hoffe ich halt mal, ich hoffe nicht, dass das jetzt eine Stunde dauert. Ich kenne den Ausgang wirklich nicht. Ich hoffe wenigstens, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Oh, fuck. Das kann nicht nur ernst sein.
So, jetzt geht's gleich hier weiter. Ich hoffe nur, dass ich wirklich nichts übersehen habe. Hey, ja, keine ist doch ein Sonderbonbon. Sehr gut. Da war ich noch nicht. Vielleicht geht es sich sogar noch in den 15 Minuten aus. Man hatte überhaupt noch einen neuen Account anlegen. Also nicht neuen Account, sondern ich müsste erhöht ein Limit machen bei YouTube, weil sonst könnte ich ja gar nicht solche Videos hochladen. Wie ihr schon gemerkt habt, kommen jetzt fast alle Videos gleichzeitig online, weil ich das erst jetzt gemerkt habe, dass es die ganzen Videos nicht angenommen hat. Naja, gut. Ist das halt nur ein Video online? Also, jetzt, wo ich das Video mache, ist auch mal ein Video online von mir. Und jetzt werden es dann gleich mal mehr sein, wenn ich schon merke. Ist eh gut, weil es beginnt ja dann die Schulzeit, da habe ich dann eh nicht mehr so viel Zeit für die Let's Plays. Also, ist gut, wenn jetzt da mal was zu anschauen habt. So, das wird jetzt wieder ein Sandband sein. Und Donnerschatz, oh mein Gott, meine Donnerschatz genauso. Wenn das der Fall ist, habe ich ein ernsthaftes Problem. Wie viel Donnerschock habe ich noch? 12, vielleicht mal knapp. Ich weiß nicht, ob in der Höhle nicht noch etwas passiert. Kommt schon neue Level, ich brauche neue Attacken. Das darf nicht euer Ernst sein. Ich bin schon wieder alles nur wegen einem Pokéball gegangen. Ich hoffe nur, dass ich nichts übersehen habe. Ich glaube, man könnte schon irgendwie eine VM haben. Jetzt kommen wir auch ein Radfratz. Ein Radapatakapo. Oh mein Gott. Gibt's ja gar nicht. Ich müsste mich irgendwie verlaufen haben, aber wo bin ich nicht verlaufen? Was ist hier die Frage? Okay, ich werde mal an dieser Stelle pausieren und mal gucken, ob es vielleicht hier irgendwie, ob ich den Weg rausfinde, weil ansonsten dauert das hier 5 Stunden. Hallo, ich bin jetzt wieder da und also ich habe jetzt nicht im Internet nachgesehen, sondern ich bin jetzt alleine ein bisschen herumgeirrt und ich bin auf den Rocket gestoßen. Dann habe ich mir auch gedacht, ich komme jetzt gleich wieder zurück. Und gehe gleich mal so weit dorthin, wo ich auf die Marke gestoßen bin. Irgendwie in eigenartiger Weise ist mir der Weg davon nie aufgefallen. Egal, jetzt haben wir den Weg. Also ich denke, dass das so richtig ist. Weil in der Story hatte ich den Bock den Mondstein gesucht, weil der so überaus teuer ist. Ich glaube, das wird der Weg. Ich bin jetzt wirklich nicht sicher. Ich bin jetzt auch irgendwie zufällig drauf gekommen. Ja, das ist der schräge Weg. Ja, das müsste dasselbe fahren, dürfte ich jetzt gleich auf Team Rocket treffen. Und wenn Team Rocket dort ist, ist eigentlich der Mondstein auch nicht mehr weit entfernt, den ich ersuche. Und wahrscheinlich dann sind dann auch die Pipis wie da vorne. Ja, sehr gut. Ist gerade nicht aufgetaucht. Ich will mal sagen, ich habe irgendein Item vergessen. Ja, hier sind sie. Blablabla. So. Die Rockets sind sicher auch etwas stärker geworden. Level 15, das gefällt mir gerade nicht so gut. Ich habe aber schon einen Plan dafür. Sehr gut, Plan drauf. Nette Schlange Tron erstmal von einem Meter gerissen. Nein, verklickt. Oh mein Gott. Gibt's ja nicht.
Verbindung. Jetzt kann ich nochmal einen Schlafmodus einsetzen. Naja, gut. Kann man nicht so machen. Ihr seht schon, ein paar dauert schon länger. Wir werden lieber 15 Minuten. Ich werde maximal 10, 20 Minuten machen. Was ist lieb, sehr gut. Reiter pennt doch immer. Warte, voll glaube ich, nicht jetzt endlich an Leben 18. Ja, Leben 18, sehr gut. Super Sonic. Das glaube ich ist. Brauche ich nicht. Jetzt kommt noch mal Smogon. Da wir ja noch weiterkommen in dem Part, setze ich jetzt einfach mit Karten noch Blitz und wird das ein bisschen schneller. So. Bullershock zieht ziemlich viel ab. So, und jetzt noch Hauptsache. Ist noch nicht besiegt. Die Karte hat 21, noch besser. Ja, ich glaube, ich probiere jetzt Lem zu lernen. Wir verlieren dafür Tailwhip, also Rückenschlag. Slam den Rücken. Slam den Rückenschlag. Das finde ich ist recht gut. Blablabla. Oh, in der Mitte ist eine Leiter. Also manche Sachen würde ich ohne den Lügendruck noch nicht bemerken. Sieht schon besser aus. Hier kann es sein, dass ich was wieder draußen bin. Egal, wir werden jetzt an dieser Stelle mal aufhören und dann beim nächsten Part weitermachen.